Ja, Leute, was geht? Freunde, heute geht es mal um Videospiele. Und zwar um verstörende Videospielmomente. Ich persönlich kann mich an einige verstörende Momente erinnern. Ich glaube, wenn ich da so überlegen muss. Ich glaube, Leute, im Video fällt mir wahrscheinlich vieles dazu ein. Aber ja, ich glaube, was hat mich am meisten verstört? Leute, Hugo. Kennt ihr Hugo? Diese Hexe von Hugo. Ich zeig's euch das mal. Es ist das Gruseligste auf der Welt. Wenn mir jemand zustimmt... Das ist, ich habe das nicht gespielt, aber meine Eltern, ich habe Albträume gehabt. Ich zeig euch das mal. Ich sag euch eins, Leute, diese Hexe, guckt euch das an. Ich hatte Angst. Ohne Witz. Guckt euch das mal an. Wisst ihr, was ich für eine Angst hatte? Du wirst mich nicht bewegen. Ich hatte so eine Angst. Bis heute, ich werde dieses Spiel nicht spielen. Ich finde Hugo generell ein einfach gruseliges Spiel. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Gruselig. Naja, auf jeden Fall, Leute, gucken wir uns das Ganze auf dem Kanal von WatchMojo an. Die Top 10 verstörendsten Momente in Videospielen. Wenn das nicht auf Platz 1 ist, dann weiß ich nicht. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Let's go! Ach, harmlos. Harmlos. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der verstörendsten Momente in Videospielen. Aber ich glaube, Dead Space ist sehr, sehr oft dabei. Kann ich mir durchaus vorstellen. Bitte nicht nochmal. In dieser Liste sehen wir uns Szenen und Sequenzen in Videospielen an, die eindeutig darauf abzielen, die Spieler zu beunruhigen. Und das recht erfolgreich. Okay. Welchen von diesen Momenten fandest du am verstörendsten? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Hugo! Platz 10. Weißer Phosphor. Spec Ops The Line. Das ist weißer Phosphor. Ja, ich weiß, was es ist. Du hast gesehen, was diese Scheiße macht. Du weißt, wir können nicht haben eine Chance, Hugo. Es gibt immer eine Chance. Dass die Perspektive alles ist, um das Verständnis der Zuschauer bei bestimmten Ereignissen zu lenken, wird etwa während der Hälfte der Handlung in Spec Ops The Line gezeigt. Während der 8 Missionen sind Captain Walker und sein Team eins von den Camps von den Damned 33 und daneben einige praktisch platzierte Behälter mit weißem Phosphor darin. Boah, weißer Phosphor, Leute, ganz krass. Wirklich. Walker gibt den Befehl, diese Patronen auf das Camp abzufeuern, was für die Spieler als weißer Rauch auf dem Bildschirm zu sehen ist. Dieser gekappte Zusammenhang zwischen unserer Wahrnehmung der Action und dem tiefgreifenden Horror, der sich wirklich abspielt, wird einige Minuten später verheerend klar, als sich herausstellt, dass in dem Camp tatsächlich evakuierende Zivilisten waren. Und dann wird gezeigt, was weißer Phosphor mit dem menschlichen Körper macht. Boah, heftig, Alter, heftig. Digga, das ist schon ein krasses Spiel gewesen. Diese Aktion wünschen wir viel Glück beim Einschlafen. Platz 9. Von Collectors geschmolzen werden. Mass Effect 2. Looks like one of the missing colonists. Seinen Kameraden dabei zuzusehen, wie sie getötet werden, kann hart sein. Aber sie dabei zu sehen, wie sie menschliche Opfergaben werden, um das Experiment von Aliens zu werden... Boah, was? Experiment von Aliens? Ich meine, Mass Effect generell immer so abgespacede Reihe. Habe ich nie gespielt. Ich persönlich, es ist nicht meins. Also so Space-Spiele... Merke ich selber, habe ich fast nichts gespielt. Und ich sehe Star Wars nicht als ein Space-Spiel an, ich sehe es als Star Wars an. Also so typische Space-Spiele wie Dead Space, das hier, ich habe den Namen vergessen. Leute, einfach komplett lost, wirklich. Ja, es ist halt nicht so meins. Alien Resolution oder Alien Isolation auch nicht so meins. Will wirklich niemand. Wenn man ein bisschen zu lange braucht, um zur Collector Base zu gelangen, ist es zu spät und man muss der lebhaften Yeoman Kelly Chambers dabei zusehen, wie sie schmerzvoll in eine Flüssigkeit verwandelt wird. God. She's still alive. Wenn man zu spät ist, dann kriegt man eine extra Cutscene. Wenn der Prozess bereits im Gange ist, kann man nichts anderes tun, als den schrecklichen Schreien von Kelly Chambers zuzuhören, während das Rettungsteam verzweifelt versucht, die überlebenden Mitglieder zu retten. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, geht die gerade befreite Dr. Chagwa noch auf die grausamen Details des kompletten Verflüssigungsprozesses ein. Danke. The colonists were processed. Those swarms of little robots, they melted their bodies into gray liquid and Platz 8. Die Operation von Randy Marsh. Okay. Kann sein, dass ich vielleicht ein bisschen hier was eventuell zensieren muss. Ich habe den Stab der Wahrheit nicht gespielt, deswegen kenne ich die Szene nicht. Bin ich sehr gespannt. Aber
Ich hab die Szene gesehen von dem zweiten South Park-Spiel. Da war gefühlt so viel Verstörendes. South Park, der Stab der Wahrheit. I'm just here for an operation. Oh, there you are, Doctor. I'm ready when you are. Während diesem verdrehten Teil des unorthodoxen RPG-Spiels müssen Spieler eine falsche Operation an Randy Marsh durchführen. Die Prozeduren des Minispiels sind unangebracht detailliert und es ist im besten Interesse des Spielers, diese Operation nicht zu vermasseln und Randy zu entblößen, da dies die Erschießung der Hauptfigur von schwarz gekleideten Agenten zur Folge hätte. Okay, verstehe nicht warum, aber es ist South Park. Something fishy going on here. I think they might be not zombies. Gibt es überhaupt ein zu übertriebenen South Park? Okay, da müssen wir zensierendes Wort. Aber ja, genau, habe ich gehört, dass in Deutschland wurde die Version tatsächlich zensiert. Ich glaube, die gesamte Mission wurde zensiert, kann das sein? Italien und Europa waren jedenfalls dieser Meinung, da dieser Moment in den entsprechenden Versionen zensiert ist. Ja. Oh, und deswegen kam das hier. I don't know what to tell you anymore, Europe. In dieser Szene wirst du etwas sehen. Ja, genau. Und das wurde in Europa, das hast du bekommen. Die Mission wurde quasi rausgeschnitten. Und das ist krass. Platz 7. Jedes Fatality in Mortal Kombat. Mortal Kombat Reihe. Fatality, Alter. Wenn die Stimme Finish Him ruft, weiß man, was zu tun ist. In diesem Kampfspiel kämpfen die Teilnehmer um ihr Leben und halten nichts zurück, wenn es um den Sieg geht. Die Mortal Kombat 3 ist für die extrem gewalttätigen Fatality-Moves berüchtigt, die über die Jahre immer blutiger und anschaulicher wurden. Das stimmt durchaus, Alter. Das stimmt durchaus. Also das Fatality-Dings, also wie gesagt, Mortal Kombat nicht so meine Reihe. Ich bin nicht so der Fan von diesen Combat-Spielen. Am Automaten vielleicht ein bisschen Tekken 3 gespielt auf Mallorca als Kind, aber das war's. Knochen, versetzte Organe und abgerissene Gliedmaßen sind normalerweise nur der Anfang der Horrorshow, sobald Spieler die speziellen Attacken einleiten. Jeder, der sich schon immer für die hohe Alterseinstufung beschwert hat, darf sich bei diesen Aktionen bedanken, die diese Einstufungen inspiriert haben. Wins flawless victory. Platz 6, die Galerie von Pigman. Okay, Fallout 4? Jetzt kommt was von Fallout? Fallout 4. Das interessiert mich jetzt schon. Ich hab's nämlich gespielt. Von der Railroad's Old North Church gibt es eine Kunstgalerie als beunruhigende auch weitere Elemente in dieser Affäre. Dell, wo der titelgebende Künstler einen bestimmten Stil verwendet, um seine Werke zu erschaffen. Dieser Stil lautet Menschen. Tote Menschen. Oh. Okay. In den besten Arbeiten von Pigman befindet sich ein Wandgemälde bestehend aus den Köpfen und verstümmelten Leichen von Raiden. Und diese roten... Digga, wie viele Wörter müssen wir hier heute stummen? Porträts, die man in der Galerie sieht. Kleiner Hinweis, es handelt sich nicht um Farbe. Das ganze Ding ist so absonderlich, dass es niemanden wundert, wenn man den Wackelkopf im letzten Raum verpassen würde. Der Wackelkopf? Platz 5. Die Quarantäne-Plattform säubern. Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. We cannot allow the infection to spread. If anyone shows symptoms, you must put them out of their misery. Metal Gear Solid 5 lässt wirklich nichts aus, um die Spieler zu schockieren. Metal Gear Solid 5, sehr gutes Spiel. Ich habe die Demo gespielt und ich fand es schon krass. Es ist auch schwer. Sehr umfangreiche Demo gewesen auch. Ob es die operative Entfernung einer Bombe von einer Frau bei Bewusstsein ist oder dabei zuzusehen, wie Quiet gefoltert wird. Boss hatte nie Angst davor, sich seine Hände für das Allgemeinwohl schmutzig zu machen. Aber nichts hätte ihn auf diese Situation vorbereiten können. Diamond Dogs. Das ist irgendwie so ein Massengrave. Nachdem ein weiterer Stimmbandparasit seinen Weg in die Mother Base findet, ist Big Boss dazu gezwungen, jeden infizierten Soldaten zu töten, da sie leiden und um Gnade flehen. Snake marschiert durch und erledigt seine Aufgabe in kompletter Stille. Boah. Platz 4. Das sind quasi Zombies und ihr müsst diese Zombies erledigen, bevor sie irgendwas noch... Es ist wie in The Last of Us, ne? Bevor sie jemand anderen infizieren, lieber ihn ausschalten. Und jetzt kommt was von Heavy Rain. Oh Gott! Fingeramputation. Heavy Rain. You have 4 minutes and 30 seconds
left. Wie weit würdest du gehen, um jemanden zu retten, den du liebst? Diese Frage bekommt man gestellt, als ein gestörter Mörder Ethan dazu zwingt, sich seinen eigenen Finger zu amputieren, um das Wohlergehen seines Sohnes sicherzustellen. Ethan bekommt strikte Instruktionen, ein Zeitlimit und eine Auswahl an scharfen Instrumenten, um die Aufgabe zu erfüllen. Die Spannung könnte gar nicht höher sein. Die Spannung könnte kaum höher sein. Oben rechts, Cap is now offline. Wie das genervt hat, immer wenn man gesehen hat, oh, jetzt ist er online, er ist offline, er ist online. Es ist mir egal, ich spiele. Mich juckt das nicht, ob du gerade offline bist. Spieler in diesen sadistischen Akt über Button-Events eingebunden werden. Wenn man es macht, ist man dazu gezwungen, Ethan dabei zuzuhören, wie er schmerzerfüllt schreit und dabei den Verlust seines kleinen Fingers beklagt. Platz 3, Augenoperation. Und das, oi, 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 oi. Ich wusste, es kommt Dead Space. Ich wusste es. Dead Space 2. Also Leute, wundert euch nicht, falls ich ab der Stelle irgendwas nicht ganz zeigen kann, dann werden diese Abstände kürzer geschnitten. Ihr könnt euch das Originalvideo natürlich in den Link in der Beschreibung anschauen. By the way, ihr könnt euch auch gerne den Merch sichern und Leute den Adventskalender, der dieses Jahr rauskommen wird. Special Adventskalender mit exklusiven 2 Videos. Wollt ihr nicht verpassen? Operationen sind niemals angenehm, besonders wenn man eine an sich selbst durchführen muss. Der Techniker Isaac Clarke findet sich in so einer unglücklichen Situation wieder. Stimmt, das war die Mission. Dass sich die Informationen, die für die Zerstörung des Markers benötigt werden, sich in seiner rechten Augenhöhle befinden. Perfekt, Alter, wenn man sich Augen lasern lassen möchte, das schreckt einen richtig ab. Oder nee, das macht richtig Lust, noch eine Augen-OP zu machen. Junge, Junge, es ruckelt ja alles, die ganze Facecam. Dann verlangt das Spiel, dass man die nervenaufreibende Operation übernimmt, wobei man langsam ein tödliches mechanisches Gerät präzise in die Pupille schiebt. Der steigende Herzschlag von Isaac und seine wild blickenden Augen helfen nicht wirklich dabei, den Spieler zu beruhigen. Einmal abgerutscht und dann, naja. Platz 2, Pyramid Head. Oh, Pyramidenkopf, Alter. Silent Hill 2. Die Horrordarstellungen in diesem Spiel sind das, was Albträume ausmachen. Die Silent Hill-Reihe hat es sich zur Aufgabe gemacht, Spieler mit den verpönten Darstellungen komplett zu traumatisieren. Und dieser Moment hat sie wohl alle getoppt. Was alles andere in den Schatten stellt, ist die Szene, als man den Pyramid Head sieht, wie er ein paar der gegnerischen Puppen in einem dunklen Korridor angreift. Was aber noch beängstigender als die Szene sein könnte, ist, dass alle Monster keine Geräusche oder Emotionen von sich geben, was das Spektakel besonders beunruhigend macht. Boah. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über uns. Genau, drück gerne auf den Abo-Button, damit ihr nichts verpasst, Freunde. Ja, jetzt müssen wir. Ist doch klar, was jetzt auf Platz 1 kommt. Hugo, die Hexe. Ist doch klar. Wissen wir doch jetzt schon. Müssen wir doch gar nicht weiter gucken, oder? Unsere Videos in Form nicht wahr? Zu werden. Platz 1. Kein Russisch. Hä? Okay, 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 ja, das stimmt. Haben sie das nicht rausgenommen? Krass, Leute, da, das ist auch Teil der Mission, da musst du halt Zivilisten in diesem Spiel, in der Mission, gezwungen erledigen. Das ist nicht freiwillig. Und dann später haben sie es, glaube ich, optional gemacht. Duty Modern Warfare 2. A popular new video game actually allows you to be a terrorist and kill people. Take a look. Videospiele haben Spielern jahrelang die Möglichkeit gegeben, unschuldige Figuren zu töten. Aber wenn es das Hauptziel einer Mission ist, wie einfach fällt es dann einem, den Abzug zu drücken? Dieser hochkontroverse Moment hat die Entschlossenheit eines jeden Spielers in der vierten Mission getestet, wo man den Auftrag erhält, einen Flughafen niederzuschießen, um Makarovs Leute sicher durchzugeleiten. Das ist krass, Leute. Die Darstellungen von Chaos und Mord sind unzweifelhaft verstörend, aber der schlimmste Teil dürfte sein, dass man hier nicht mal schießen müsste. Die meisten Spieler haben es aber trotzdem getan. Ach, stop, optional. Oh. This is a message. Was hältst du von der Liste? Ja, doch, krasses Video, aber wie gesagt, ich bleib der Meinung, dass die Hugo-Hexe, die fehlt natürlich. Die ist nicht im Video drin. Was soll das? Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.